Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass es jetzt ein paar weitere Videos gibt, wo ich näher auf die Produkte eingehe, euch die Designerpapiere und alles zeige. Und damit möchte ich jetzt auch einmal beginnen. Damit das alles nicht zu lang wird, werde ich mittendrin einmal cutten. Und dann quasi das nächste Produkt vorstellen oder das Produktpaket, die Produktreihe. Und ja, werde das dann aneinander hängen. Und ihr habt dann immer ein kurzes Päuschen dabei. Dann, wenn ich jetzt alles in einem Video mache, finde ich auch ein bisschen blöd. Wir testen das jetzt einfach mal, wie gesagt. Und ja, ich fange jetzt einmal an. Falls euch Produkte interessieren oder so, meldet euch sehr gerne bei mir oder ihr bestellt über meinen Online-Shop, den ich in der Infobox verlinke. Und jetzt fange ich mit der Produktreihe Fröhlicher Wald an. Finde ich wunderschön. Also für Kinder oder eben auch Erwachsene, ne? Manche Erwachsene sind eben noch Kind geblieben, die so Waldtierchen mögen. Finde ich, kommt sowas immer sehr, sehr gut an. Fangen wir mit dem Stempelset an. Ich lege das nochmal ein Stückchen hier an die Seite. Das nennt sich Waldfreunde. Sieht einmal so aus. Und ja, hier hat man einmal zum Beispiel alles Gute zum Schulanfang. Hallo Baby, danke, willkommen. Man muss das ja nicht unbedingt alles zusammen, ja, wie sagt man, benutzen. Man hat jetzt bald Schulanfang und dann kann man sich diesen tollen Spruch einmal raussuchen. Ja, das sind Gummistempel, die sehen einmal so aus. Also die haben wirklich eine richtig schöne Größe. Ich finde den Teddybären einfach zuckersüß. Und ja, so ist das einmal aufgebaut. Oder wenn man eben für Weihnachten Tannenbäumchen braucht, hat man das auch. Ja, passend dazu, hatte ich glaube ich euch schon gezeigt, sind ja hier die Stanzformen. Heißt also, ich stempel mir den Teddy auf und stanz mir den auch direkt aus. Und entweder stempel ich den schon farbig oder mal den zum Beispiel mit dem Wassertankpinsel aus. Also da sind wirklich richtig süße Sachen, ne? Auch hier die Blätter. Oder die Pilze. Also da kann man nicht nur eine Babykarte, eine süße basteln, sondern auch eine schöne Herbstkarte oder eben wofür man das alles benötigt. So, das gehört zusammen. Lege ich jetzt mal an die Seite. Dann haben wir hier auch zwei wunderschöne Bänder. Einmal in Olivgrün und einmal in Sahara-Sand. Jetzt muss ich mal eben gucken auf die Schnelle. Ihr wisst ja, wie das ist mit auf die Schnelle, wo der Anfang hier ist. Da, ich wollte gerade sagen, wo ist denn meine Schere? Das nennt sich Twillband. So, zack, Papier abschneiden. Oh, das ist richtig. Hauchdünn. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre so ja fester, aber das ist so richtig schönes, weiches und sehr geschmeidiges, also nicht so ein steifes Band, muss ich sagen, richtig schön. Das gefällt mir sehr gut. Und hier Sahara-Sand, ja, da kann man ja, und auch das Olivgrüne finde ich, ja, für viele Werke benutzen. Das Sahara-Sand ist ein bisschen breiter vom Band her, das Grüne ist schmaler, aber auf jeden Fall wunderschön. So, jetzt kommen wir einmal zu dem Papier. Wie gesagt, ich mache das alles zusammen mit euch auf. Ne, das ist jetzt die Produktreihe. Man kann natürlich auch nur das Produktpaket oder nur das Designerpapier oder eben auch nur das Band bestellen. Das ist egal. Jetzt haben wir mal zwei Seiten hier. Machen wir das mal so, die Pilze schön nach vorne. So sieht die Vorder- und so sieht die Rückseite aus. Och, das ist auch drollig. Ach Gottchen.
Auch sehr schön, ne? Alleine schon das, finde ich, passt super zusammen. Ich jetzt für mein Auge, genau wie die beiden hier, das passt auch wunderbar. Das muss ich ja wirklich sagen, das ist ja bei Stampin' Up 1A. Und das ist immer das, was ich meine. Da passt wirklich alles super zusammen. Und ja, das finde ich einfach mega. Hier haben wir das einmal, Vorder- und Rückseite. Hier haben wir einmal nur Blätter. Auch das super. Da kann man ganz tolle Sachen, wie ich finde, rauszaubern. So. Das war das Papier. Das war jetzt die Produktreihe Fröhlicher Wald. Und jetzt geht es einmal weiter. Jetzt machen wir weiter mit der Produktreihe Herbsternte. Da haben wir hier einmal das Stempelset Herbstgefühl. Und das sieht so einmal aus. Da haben wir einmal Herbstgefühl per Post. Einladung, schickt dir ein kleines Herbstbussi für dich geerntet. Und wunderschöne Bilder mit dem Blatt und auch der Kürbis. Und ja, Sonnenblümchen sind das, würde ich sagen. Ne? Ist auf jeden Fall richtig schön. Auch wieder ein Gummistempel. So groß sind die einzelnen Stempel. Und die muss man auch hier nicht alles zusammen, sondern da kann man auch für ganz andere Werke nutzen. Ich mache das immer je nach Gefühl. Mal braucht man nur einen Kürbis oder man sucht einfach nur einen Einladungsspruch oder beziehungsweise ne, das Wort Einladung. Und man ist ja hier dran nicht gebunden. Passend dazu, hatte ich euch glaube ich auch schon gezeigt, haben wir hier die Stanzformen. So sehen die einmal aus. Für den Kürbis und auch hier für die Blümchen oder hier das Schildchen oder Fähnchen. Genau, das haben wir da. Dann haben wir einmal ganz normalen schwarzen Farbkarton. Also nichts Besonderes. Doch, das Besondere ist daran, dass das die Maße 12x12 Inch hat. Also, was sind das dann? 30,5, ne, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall so groß wie die großen Designerpapiere. Ich meine, es ist 30,5 mal 30,5. Das lasse ich aber jetzt noch zu. Aber das passende Designerpapier, das zeige ich euch natürlich. Weil ich denke mal, schwarz ist einfach schwarz. So. So sieht das einmal aus. Finde ich schon wunderschön. Und die Rückseite ist gestreift. Oh, so ein schönes, was ist das? Gelb, Currygelb. Passend zum Herbst, wie ich finde. Und hier haben wir dann ein paar Eichelblätter und Eicheln in Schwarz-Weiß. Oh, so schön. Och. Ich sage mal, ich finde das immer alles viel zu schade, um das alles so zu benutzen. Manche Designerpapiere sind halt nur zum Streicheln da. Wie seht ihr das? Wie ist das bei euch? Ja, und hier haben wir nochmal Blätter. Und das ist, jetzt hätte ich fast gesagt Terrakotta, aber ja, Terrakotta, genau. Und zu guter Letzt haben wir hier solches Designerpapier. Ja, das ist das Designerpapier, was dabei ist. Aber wie gesagt, ich finde das immer toll. Man muss nicht alles, wie sagt man, man muss nicht alles zusammenkaufen, sondern man kann sich das auch alles einzeln holen. Und ich finde diese Produktpakete
und Produktreihen einfach wunderbar. Jetzt hole ich das nämlich hier alles raus. Und das nehme ich weg. Hier, da habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt, der Embossing Buddy, der ist wirklich super. Ich zeige euch mal meinen. Ich finde auch schade, dass es den so einzeln nicht mehr gibt. Also wenn ich jetzt hier, jetzt muss ich mal eben gucken, wo habe ich denn Papier? Wenn ich jetzt, das wäre jetzt meine Karte, dann gehe ich dahin, gehe da drüber. Und dann stempel ich erst da drauf. Weil wenn ich das jetzt so beispielsweise nehme, meine Finger fetten ja auch, da hat man dann genau diese Abdrücke drauf. Und dafür ist das eben da, dass das ein bisschen abpudert, so würde ich das jetzt sagen. Auf jeden Fall, der ist richtig toll. So, dann haben wir ja hier das Schälchen für das Embossing-Pulver. Was haben wir denn hier? Ich teste das jetzt alles zusammen mit euch. Das ist ja immer das, was ich so liebe. Das machen wir immer zusammen. Also erstmal macht man das auf und dann gehst du hin, nimmst dann deine Karte und machst das dann hier drüber quasi, wenn du jetzt gestempelt hättest. Und dann weißt du mal nicht, wohin. Dann gehst du hin, klopfst das ab. Hast also deine Karte mit dem Embossing-Pulver jetzt voll und du hast hier deine Farbe, dein Pulver aufgefangen, weil das muss man ja nicht wegschmeißen. Dann gehst du hin, ich klopp das jetzt so, würde ich das als zum Beispiel machen, klopp das schon mal nach hier vorne und dann drehst du das einmal auf. Und gibst das aus dem Deckel da rein und hier so würde ich das jetzt machen. Genau. Ja, und wenn man das jetzt alles noch ordentlich macht, dann ist das natürlich auch weg. Aber so hast du dein restliches Pulver dann hier drin und ja, hast da nichts verschwendet. Dafür ist diese Schale da. Wird aber gleich noch ordentlich gemacht. Ja, dann hat man den Pinsel. Der ist jetzt nicht zum Schminken oder Malen da. Ich weiß nicht, ob du die restliche, die vielleicht noch, manchmal hängt ja daneben noch ein bisschen Pulver, dass du das damit abmachst. Und diese Pinzette ist dazu da, dass du deine Karte hältst und dann quasi mit dem Föhn oder Erhitzungsgerät dann erhitzt und dir nicht so die Finger verbrennt, weil, Achtung, das Erhitzungsgerät wird natürlich richtig heiß. Trotzdem mit Pinzette auch aufpassen, also würde ich jetzt so machen, aber die darf hier, das ist Metall oder, ich sagte Metall, was stand da drauf? Jetzt ist es weg, steht das in einem Heftchen? Bastelpinzette, irgendwo stand das. Auf jeden Fall darf das natürlich heiß werden. Man muss trotzdem aufpassen. Und auch diese Pinzette finde ich richtig gut, weil man manchmal, wenn ihr meine Videos seht, dann halte ich das immer so fest. Einfach, weil es kochend heiß wird. Aber wenn man jetzt sowas hat, ist das richtig cool. Also ich muss wirklich sagen, das Set, das ist wirklich super. Und ja, für jeden Anfänger denke ich, muss man das doch haben. Und auch für Nicht-Anfänger ist sowas immer schön, ne? Genau. Und zu guter Letzt haben wir hier dieses Paket mit Dekoschmuck. Da haben wir hier einmal die Ahornblätter mit Löchchen, die man schön an die Karte dran heften kann, hier was drauf embossen kann. Finde ich richtig süß. Als Anhängerchen, ne, wenn man da Geschenke hat oder so, dran heften. Oder eben auch an die Karte. Finde ich richtig trollig und da sind einige bei. Steht da zufällig drauf, wie viele? 50 Stück. Es tut mir leid, aber ich konnte die jetzt nicht unterbinden. Und jetzt wollte ich dafür nicht extra das Video
beenden. So, und dann haben wir hier noch Schmucksteine in Bernsteinoptik in verschiedenen Größen. Und das ist ein richtig schöner, warmer Herbstton, wie ich finde. Ja, das gehört auch dazu. Und das bekommst du alles, wenn du die Produktreihe Herbsternte bestellst. Genau, das war es schon an meinen Produktreihen gewesen. Die Produktpakete hatte ich euch ja gezeigt. Stempel und Stanzformen. Wenn ich damit aber arbeite, nehme ich dann euch mit. Genau, ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen und ja, vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei, dann lasst es mich wissen, schreibt mich gerne an oder bestellt es über meinen Online-Shop. Jetzt wünsche ich noch eine kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!